Hey Leute, was geht ab? Ich bin AC Player und das ist die 13. Folge von Puppenspieler. Wir sind jetzt im Akt 5, Dunkle Angst, und fangen mit der Szene Nummer 1 an. Da ist sie schon. Endlich wurden Stier und Pferd besiegt und Kutterus Hochmut wiederhergestellt. Aber Hochmut kommt vor dem Fall, sagt man. Erwartet viele dunkle Wendungen und böse Pläne im von mir sogenannten Akt 5. Genau, das war die Einführung zum Akt 5, zu der ersten Szene. Und wie ihr seht, es wird ein bisschen dunkler, ein bisschen gruseliger vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich vermute es, nach dem, was ich hier sehe. Ich würde mal vorschlagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir haben hier 5 Köpfe zu finden, 9 Seelen zu retten und eine Bonusstufe zum Entdecken. Mal schauen, was uns gelingt. Und zurück zu Kutterus Geschichte. Vor gar nicht langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxie, dank der Macht des Kalipus und der Kräfte der 4 Streiter, hatte Kutaro Sieg um Sieg gegen den Mondbärenkönig davongetragen. Über die Hälfte des Mondes war nun frei und die Schlinge um den Hals des Tyrannen zog sich immer enger, während ihm seine Mondsteine und seine Überlegenheit entglitten. Kutaros Heldentaten waren zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung geworden und die angeschlagenen Mondbewohner standen kurz vor der Rebellion. Aus der zarten Seele eines selbstsüchtigen Jungen war die unerschütterliche Seele eines Helden geworden. Kutaro, möge die Machete, ich meine die Schere, mit dir sein. Kutaro und Picarina waren auf dem Weg zurück zur Einöde, als sie sich in einem dichten Wald verirrten. Während immer mehr dunkle Wolken aufzogen, sehnte sich unser Duo mehr und mehr nach dem Licht der Sonne. Krass. Wir sind nicht mehr in Kansas. Hey, vielleicht sollten wir, umkehren. Ja, ich meine, uns zu verirren wäre voll die Pleite. Okay, zurück zum Eingang. Doch, oh weh, keiner von beiden hatte die leiseste Idee, von wo sie gekommen war. Kutaro, du kannst mich einfach kneifen. Du bist der Held des Mondes, der tolle Hecht. Du hast den Stier bei den Hörnern gepackt und gewonnen, weißt du noch? Sicher war Kutaro stark genug, um mit ein paar Bäumen fertig zu werden. Pass auf, du musst einen Mond retten und eine Sonnenprinzessin erfreuen. Also pack's an, Kleiner. Als hätte er eine Wahl. Der einzige Weg führte nach Torn oder in welche Richtung auch immer sie blickten. Also stählte unser Held seinen Mut und schritt vorwärts. Das blassblaue Licht der Erde war sein Wegweiser. Der kopflose Reiter hatte Kutaro und Picarina geradewegs in die labyrinthartigen Fänge des Leckerforsts geführt. Was für ein Gesicht schwebt da vor uns? Ich klär das mal. Ist das ein fetter Kürbis? Mit einer Bombe macht er uns vielleicht Licht? Und dann wurde es... was macht er denn? Unser Licht ist gerade weggerollt. Schnell! Soll ich eine Kerze anzünden? Sogar die Kerzen sind Kürbisse. Wachs an, wachs aus. Oh. Kopflose Reiter, sowas wie dieser Pirat, den wir schon mal hatten. Was Süßes raus und spukt im Haus. Wir nehmen auch Köpfe. Kopf gefunden, Kürbis. Noch einer? Laterne ist an. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, wir müssen aufpassen, wo wir hintreten. Schon wie? Hier drüben. Vegetation. Nein, halt.
Schmeckeltation. Riesenbonbons. Lecker, lecker, lecker. Ärger im Anflug. Geh einfach weiter. Will ich aber nicht. Mit dem kann ich nichts machen. Aber mit dem... Mit dem auch nicht. Ich glaube, wir werden verfolgt. Wieder einen Kopf gefunden, einen neuen Kopf. Ziellos setzten Kutaro und Picarina ihre Wanderung durch die dichten und lakritzschwarzen Zuckerschatten des Leckerforsts fort. Da kommt etwas. Schaut ja. Auch mal das Licht. Vor uns ist ein Abgrund. Es gibt Kürbisse und fette Kürbisse. Machst du mal Licht? Wieder eine Seele. Wieder diese Geister. Wie soll ich die jetzt? Wie soll ich jetzt an denen vorbei? Ach so. Aber da konnte man. Da konnte man hoch. Hey, irgendwas kommt da im Dunkeln. Beeil dich und zünde ihn endlich an. Kutaro tappte durch die Düsternis und schnippelte sich durch Süßes. Ach, was für eine Nachtischverschwendung. Keine Sorge, Kleine. Die Bühnenarbeiter essen die Reste. Die wer? Nein! Mann! Und von vorne hier. Muss ich aufpassen. Hey! Irgendwas kommt da im Dunkeln. Beeil dich und zünde ihn endlich an! Ja, wir müssen aufpassen auf diese Geister. Schokoriegel! Gut, das Licht hat sie verjagt. Wer behauptet eigentlich, Kürbisse taugen nur zum Werfen? Da haben wir weitere Seelen. Und hier können wir den Kürbiskopf einsetzen. Oh, eine Kutsche. Und ich habe die Glaspantoffeln nicht an. Ich glaube, das ist die Bonusstufe jetzt. Ja. Ha, haben wir entdeckt. Und jetzt? 3, 2, 1, los! Es war einmal eine arme kleine Marionette namens Kutaro. Von früh bis spät ließ eine herrische Hexe Kutaro schwer schuften, während seine böse Stieffreundin Picarina ihn auslachte und verspottete. Dann, eines Tages, verwandelte Kutaro mit Hilfe seiner Feenkopfmagie einen gewöhnlichen Kürbis in eine prächtige Kutsche, die ihn zum schwarzen Schloss von Prinz Mond Bärenkönig brachte.
Doch die Magie verflog verfrüht. Und auf seiner Flucht verlor Kutaro seinen echten Kopf samt seiner Persönlichkeit und seinen Erinnerungen auf den Stufen der Schlosstreppe. Was für ein idiotisches Aschenputtelmärchen ist das denn? Also erstens, deine Figuren sind voll daneben. Ich bin nicht die gemeine Stieffreundin. Es gibt überhaupt keine Stieffreunde. Außerdem, ich bin gutherzig und lieb und wunderschön. Jeder liebt mich. Ich müsste die Prinzessin spielen, das ist ja wohl klar. Weißt schon, so mit einem Krönchen. Ich müsste der Star sein. Jedenfalls, sorg dafür, dass deine Fakten stimmen. Sonst hau ich dir nämlich gleich mein Märchenbuch um die Ohren. Aber ich glaube, die Zeit ist abgelaufen. In den Bonusstufen können wir nur so diese Münzen da sammeln oder ja, diese... So, hilf mir doch jemand! Oder was das auch immer ist. Eine Kutsche. Bestimmt haltet es ihm auf, wenn wir ihm die Kutsche bringen. Ach so. Oh, danke. Krähen stören mich nicht, aber bei Geistern fahre ich aus der Hose. Ja, sehr schön. Aber wenn du uns wirklich danken willst, sag uns, wo zum Henker wir hier sind. Wie bitte? Oh, also... Ihr seid hier draußen am Rand von Halloween-Dorf. Netter Ort, bis die Generäle des Mordbärenkönigs kamen und die einheimischen Kürbisse verunstaltet haben. Verunstaltet? Genau! Sie haben bewirkt, dass Snacks überall auf ihnen wachsen. Ha! Das erklärt die Bonbon- und Keksbäume. Oh, hoffentlich habt ihr nicht alles gegessen. Denn die Bürger, die das getan haben, wurden alle zu schrecklichen Monstern. Der Zahn wurde ihnen gezogen, sozusagen. Was war das? Wölfe? Er. Hunde. General Hund. Er ist es, der uns daran hindert, in die Berge zu fliehen. Komm, Kutaro, zeigen wir es dem Hündchen und holen uns sein Mondsteinstück. Diesen Kopf haben wir nicht. Diesen Geisterkopf, aber wir gehen weiter. Ah, schon wieder so Tortenkopf. Oh je. Wow, das sind ja Unmengen. Wie kommen wir an denen vorbei? Da! Vielleicht müssen wir uns im Takt mit den Glühwürmchen bewegen. Wahrscheinlich, ja. Gespenstisches Heulen hallte durch die düsteren Tiefen des Leckerforts. Keine Angst, Kutaro. Ich bin ja bei dir. Ohne lange zu fackeln, stieß unser Held voran wie ein brennender Kürbis im Dunkeln. Keine Kluft konnte ihn halten und keines der finsteren Häppchen vermeiden. Er würde diesen Wald durchqueren und General Hund besiegen. Puh. Also bis jetzt habe ich noch keine Angst. Können wir diesen Tortenkopf wow, das ist ja kein benutzen? Mehr, einen wow. Mann! Das Heulen kam näher und näher. Und bumm. Heulen kam näher. So. Still. Wir hören dich ja. Können wir
müssen uns ja in dem Tempo von diesem Glühwürmchen bewegen hier. Nichts passiert. Da oben ist irgendwas. Es war ein riesiger. Nein, der riesigste aller Kürbisse. Dieser Kürbis ließ die Flaschen kühlen. Oh, was steckt denn da drin? Damit es im Leckerforst dunkel blieb, hatte jemand die Glühwürmchen gefangen. Ja! Oh, endlich wird's hier mal hell. Durch die Veränderung im Wald, oder vielleicht trotzdem, erklang ein langes Heulen durch die Bäume. Oho. Draußen vor dem Forst hielt General Hund Wache, wie ein riesiger, stügischer Hund. Ihr seid Feuerholz. Donnermann, das ist also General Hund. Hä? Warte mal, der liegt ja an der Leine. Wo? Welche Leine? Weißt du, vielleicht ignorieren wir ihn einfach. Ja, weiter. Wum, wum, wum. Halt, geht nicht. Du gestattest? Wir haben's eilig. Ich will nur, dass der fiese Mondbärenkönig mir die Ohren krault. Hier hast du. Willst du spielen? Oh Jemine, komm, Kutaro. Bitte, nur ein bisschen. Nichts da. Schau mich an. Ehrlich gesagt mag ich lieber Katzen. Ich bin groß und stark. Wenn du mich besiegst, bekommst du mein Mondsteinstück. Das bekommen wir sowieso. Ich weiß, dass du mich magst. Lass mich zählen, wie. Ja, sie tut es. Ist es möglich, dass das dümmste Tier ist, das es gibt? Was meinst du, Kutaro? Sollen wir ihm einen Knochen zuwerfen? Ich liebe Knochen. Es steht wohl außer Frage, dass sein Hirn seine Schwachstelle ist. Verpass ihm was. Ich glaube, wir haben hier einen Bosskampf jetzt. Ah, mein Kopf. Komm schon, abwehren! Da. Verdammt. Da! Er hat die Kürbisse aufgescheucht. Schneid dich nach oben, Kutaro. Schnell! Geh nicht! Schneid den Knochen ab! So, er ist abgelenkt. Rab ihn! Jawohl, getroffen. Ich hab gedacht, den treffe ich jetzt nicht. Ach, wie geht's? Sein Gehirn kommt ja raus. Oh Mann. Jetzt habe ich den Kopf verloren. Boah, jetzt wird es hier ein bisschen schnell gehen. Eieiei. Der hat mich nicht getroffen. Ah, aber jetzt. Kopf. Sehr gut. Schneid dich nach oben, Kutaro! Schnell! Komm zurück! So, er ist abgelenkt, Ramin! Bam! Jetzt, Kutaro! Macht der Töter einen Knoten ins Hirn! So, dann machen wir ihn jetzt fertig mit Quicktime-Events.
Nein, nicht da. Nein. Hoher Hund, da bist du mit mir. Da war unser Mondstein. Braver Junge! Siehst du, das war erst die Spitze des Kotaro-Eisbergs. Hey, ein Mondsteinstück! Wie viele haben wir jetzt? Ich hab nicht mitgezählt. Das Haus war ein einziger zuckriger Anschlag auf den Appetit. Ihr Blick wanderte von dem fluffigen Schlagsahne-Schnee auf den Schokoladenschindeln gierig über die knusprig Kekswände bis hin zu den klebrig verlockenden Bonbonfenstern. Ihre Fantasie kreiste gerade um Makrone-Zierleisten und Baumkuchengeländer, als ihre Augen die weise Entscheidung trafen, sich zu schließen und sie das verdammte Ding mal riechen zu lassen. Voll krass lecker! Meinst du, wir dürfen mal daran naschen? Unser letztes Essen ist bestimmt schon Minuten her. Nein, nicht das köstliche Hausessen. Wir müssen den Mondstein finden. Ich hab euch! Kotaro, auf deinem Gürtel kommt Gas! Makelloser Sieg! Es war eine Falle. Unser Primus war dem possierlichen Primaten perfekt auf den Leib gegangen. Es war doch dieser Affe, der uns angefeuert hat im Kampf gegen den Stier in der letzten Folge. Mit einem Blitz von Kalibrus besiegte Kotaro das gefährliche Monster und befreite die Seele jedes Kindes aus den Klauen des Feindes. Gut gemacht, Kotaro! Die von ihm befreiten Seelen kehren heim. Ja. Nein, noch nicht. Wir haben 3 von 5 Köpfen und alle Seelen gerettet. Ja. Dieser generale Hund ist besiegt, das heißt, wir haben einen weiteren Mondstein bekommen. Das war's für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.